Also irgendwas passt hier nicht so ganz. Wir werden das mal ausspannen und einen Schritt nach hinten springen und dann richtig anfangen. Und das machen wir natürlich mit der Holzwahl und an der Wandsäge.
Das ist doch auf jeden Fall schon mal besser als ganz am Anfang. Jetzt kann ich hier mein Salz reinmachen und habe jetzt hier eine richtig schöne Verpackung, beziehungsweise eine schöne Dose. Übrigens, das Salz hier habe ich nämlich selbst in Portugal gekauft. Das sind solche große Salz, keine Salzminen, solche Salzteiche. Und da habe ich dieses Salz gekauft. Ein schönes Stück Walnuss für gutes Salz. Das war voll die geile Abmoderation. Also jetzt mal ohne Witz. Schick. Du merkst, ich habe ordentlich aufgerüstet. Hier im Hintergrund siehst du nämlich drei Drechselbänke und da oben in dem Regal siehst du noch so ein paar Schalenrohlinge. Wenn du Lust auf einen Schalendrechselkurs bei mir hast, dann schau gerne in die Videobeschreibung. Da findest du einen Link und da zeige ich dir unter anderem die Werkzeuge, die ich hier heute benutzt habe, wie man die benutzt, wie man die schärft, was es zu beachten gibt und bei Fragen kannst du mich auch immer wieder fragen. Und genau, schau gerne in die Videobeschreibung. Das soll es mit dem Projekt für heute gewesen sein. Ciao.